So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal sind wir in der Gerudo-Wüste angekommen, aber haben noch nicht so wirklich die Story gestartet. Aber dies machen wir jetzt, denn wir sind hier am Wüstenbazar und wollen herausfinden, was los ist überhaupt. Warum ist da ein Sandsturm? Und Chat sagt euch auch Hallo. Wir haben ein bisschen gekocht, wir haben ein bisschen gesammelt. Und wir finden jetzt heraus, wie wir da vorne weiterkommen, weil da ist irgendwie sehr viel Wind. Vielleicht können wir einfach drüber fliegen oder so. Mal gucken. Gut, dass ich Flügel habe. Was geht ab? Hi. Oh, guten Morta. Oh, mein Fehler. Ich habe zu lange hier gewohnt. Ich habe es mit Savotta durcheinander gebracht. Das ist Gerudo-Sprache für guten Morgen. In letzter Zeit tauchen übrigens einige seltsame Begrüßungen auf wie Votta und Sava. Oh. Steckst du auch wegen des Sandsturms hier fest? Muss schwierig für euch Julianer sein, da ihr nicht fliegen könnt. Je höher man nämlich fliegt, desto schwächer wird auch der Sandsturm. Die Oase hier ist nur dank des Aufwinds dort drüben nicht vom Sandsturm betroffen. Aber da wir auch nicht einfach über den Sandsturm fliegen können, müsste ich mir darüber noch keine Gedanken machen. Oh. Sieh zu, dass du nicht in diesen Sandsturm gerätst. Nun denn, lebe Vork. Verdammt. Jo, das ist der Händler aus dem ersten Teil, der in die Stadt wollte. Der Spanner. Savotta! Das war ein perfektes Wo, wenn ich mich mal einmal selbst loben darf. Ah. Wie geht es dir, junger Mann? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Okay. Wir werden die ersten jemals offiziell von den Gerudo anerkannten Männer sein. Der Voi-Karawanentrupp. Möchtest du zufällig auch in die Stadt? Ja. Es ist eine Stadt, gebaut von Gerudo für Gerudo und voller Gerudo. Mit anderen Worten, es ist das Paradies! Okay, chill, mein Junge. Anführer, du bist zu laut. Was sollen denn die Gerudo von uns denken? Tut mir leid, Robsten. Da ist wohl die Vorfreude mit mir durchgegangen. Naja, Gerudo-Stadt gibt es auf jeden Fall ein Gesetz, das Männern verbietet, die Stadt zu betreten. Aber wenn man mir sagt, dass ich nicht hinein darf, will ich es erst recht hinein. Das ist doch mehr als logisch. Wir konnten nicht einmal in gerader Linie durch den Sandsturm laufen, also haben wir den Plan wieder verworfen. Nun versuchen wir in der Armee der Damen willkommen geheißen zu werden, indem wir die Oase beschützen. Oh. Okay. Die versuchen einfach, sich einzuschleimen. Was ist das für ein Ball? Ist diese Kugel nicht großartig? Ich wette, dass sie nicht nur alt, sondern auch total wertvoll ist. Angeblich soll in Gerudo-Stadt jemanden geben, der so ein altes Zeug untersucht. Da will ich die Kugel mal gründlich unter die Lupe nehmen lassen. Pontos. Denn diese hier gehört aber mir. Merk dir das. Wenn du auch eine willst, musst du selber danach suchen. Okay. Ja, easy. Hä? Ich weiß perfekt, wie wir durch den Sandsturm kommen. Zack. Wir bauen einen Tisch. Und den halten wir über uns. So einfach kann es gehen. Kann ich aber drüber fliegen mit dem Ding, wenn ich genug Ausdauer habe? Okay, ja, das ist nicht so gut gewesen. Und mir ist heiß. Erstmal kurz landen. Okay, wir wissen, dass wir nur geradeaus laufen müssen. Wir machen die Ich-bin-dumm-Methode. Die gefällt mir. Okay, dann essen wir unseren Kuchen, den wir gebacken haben. Da. Ah. Okay, wir bewegen uns in Zeitlupe. Wir sehen nichts. Und da drüben ist ein Reisender. Fragen wir ihn doch um Hilfe. Hallo? Wie komme ich nach Gerudo-Stadt? Cool, ich kann mal umwerfen. Gib mal die Pfeile. Danke. Ein Gipto. Ich hab's in alten Zelda-Spielen. Da haben sie mal einen angeschrien und gestunt. Ich habe auf meiner Suche mal nach irgendeinem Viech hier, habe ich die Einträge mir auch so ein bisschen angeguckt. Und wir haben hier einen Gipto-Eintrag. Auf dieses Monster, das sich eher gemächlich fortbewegt, kann man seit dem Ausbruch des Sandsturms treffen. Seine extrem widerstandsfähige Haut schützt den Gipto zwar allgemein gut vor Angriffen, aber Feuer und Blitzschlag hat er wenig entgegenzusetzen. Beides lässt ihn weiß anlaufen und macht ihn zerbrechlich. Heißt, wir haben gerade diese Blitzfrüchte hier gefunden. Irgendwo wird einfach gebrutzelt. Cool. Die Elemente sind auf unserer Seite. Ach guck mal, der ist jetzt auch weiß angelaufen. Dann bann ich dich mal. Gib du Herz. Ich weiß, dass ich den Hitzeschutz gekauft habe. Aber ich will einfach meine Verteidigung haben. Überall Bauteile. Ja, ich baue hier auf jeden Fall was. Ich sollte mich halt nicht ablenken lassen. Damit ich nicht zu falsch laufe. Hier ist ein Graben. Okay. Ich will geradeaus, sagt das Spiel. Also kletter ich geradeaus durch. Als ob da einfach so eine Decke auch ist, dass man da nicht durch kann. Okay. Wie kann ich wieder nach oben? Cool. Was ist eigentlich, wenn mich so einer packt? Die sind halt ultra langsam. Ich glaube, es würde ein bisschen dauern, bis mich einer packt mal.
Okay, die hauen aber nur zu. Verstehe. Hier auch Waffen in denen drin stecken. Cool. Zombies sind ultra cool. Okay. Seht ihr einen Schrein? Seht ihr irgendwas? Irgendwo werden wir ja rauskommen, wenn wir laufen, ne? Den kenne ich, den Tempel. Dass hier Blitze einschlagen, kenne ich aber nicht. Nord-Gerudo-Ruinen. Den glaube ich im Norden. Ha! Bist du es? Bist du eine Story-Person? Cooles Foto für die Schatzsäbel. Ich kann Blitze beschwören. Riju. Hi. Ich wollte eigentlich die Stadt finden, nicht dich. Cool. Nur der Aim fehlt ein bisschen. Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Ah. Vom Alter her würde ich sagen, es sind so 5 Jahre vergangen zwischen ersten und zweiten Teil. Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Riju, Königin der Gerudo. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Vielleicht auch 6 Jahre. Einfach genau der Abstand zwischen den Spielen. Lol. Hä? Du hast Hyrule ist im Himmel aufgestiegen und Zelda ist verschwunden? Und jetzt suchst du nach ihr? Oh. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Sobald hier die Weise des Blitzes ist oder so, kann die bestimmt ihre Blitze auch gut treffen. Oh, eine Blitzpower kriegen wir einfach. Die ist eh immer so strong in Kämpfen. Dieser Schatzsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen in Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste, mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Mhm. Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Vielleicht. Wer könnte es nur wissen? Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gern hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei, zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Ach, einen fliegenden Pfeil zu treffen? Oh mein Gott, ich will Hilfe. Was ist deine Ability? Cool. Oh. Ha, lief ja spitze. Oh, coolere Pfeile kriege ich dadurch. Blitzpfeile automatisch. Ha, lief ja spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziel auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte zwischen den drei Puppen. In etwa dort, wo der Felsen herausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht, ja? Auf geht's! Okay, also wir müssen jetzt warten, bis sie bis zu den Puppen aufgeladen hat. Und jetzt. Ja! So langsam habe ich es raus. Sie hasst einfach Pfeile. Deswegen kann sie es auf einmal. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Ist das deine Ability? Jo, es beginnt. Ich glaube, wir sind ja recht schnell hier im Dungeon, wenn jetzt schon das anfängt. Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Ich kann es dir eigentlich erklären, weil ich es halt 3-mal schon mitbekommen habe, aber egal. Meine Herren, meine Herren! Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbasar an! Bülla hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht! Oh, Bülla kenne ich noch. Die Wache von ihr. Die Hauptwache. Wie? Gut verstanden. Ich danke dir. Link! Wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbasar aufmachen.
Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meinen Blitz noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbasar liegt in einer Oase nordöstlich vom Gerudo-Stadt, das weißt du doch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Ich hab noch nicht mal die Stadt gefunden. Bitte nicht aus der Wüste klauen. Danke. Wo ist die Stadt überhaupt? Ich habe einfach die Stadt verpasst und bin bei ihr gelandet. Oh, da ist ein Sturm. Der wird mir helfen. Wenn ich hier einfach hoch genug fliege, dann finde ich die Stadt. Hallo, Jäger. Da ist die Stadt. Warte mal, ich darf gar nicht rein, oder? Egal, aber wir haben sie gefunden. Als ob mich hier jemand sieht in dem Sandsturm. Wir wissen noch nicht mal, dass ich da bin. Ich gehe mal ein bisschen über die Dächer. Okay, sind sogar Leute. Psst, sei still. Von unten kann ich Stimmen hören. Sie sagen irgendwas über ein Geheimnis. Ob das die Geister der holden Maiden sind, die von Monstern umgebracht wurden? Okay. Ja, wir können in die Stadt. Wir brauchen Schutzkleidung, wenn niemand was sieht. Und da oben ist ein Schrein? Ja. Das Wasser fließt hier nicht mal mehr. Wow. Und in der Stadt gucken wir uns aber nach der Story um. Ich glaube, das ist einfacher. Falls wir dann offiziell rein dürfen. Bestimmt kriegen wir diesmal einfach eine Erlaubnis. So, ich würde nur erst gerne mal nach oben. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir was mit illegalen Einwanderer. Na, ich bin ja nur drüber gewandert, so gesehen. Jetzt haben wir hier den Teleport. Jetzt können wir zum Bazaar. Jetzt muss ich... Okay, wie sind wir gelaufen? Wir sind im Weg gefolgt. Hier reingefallen. Und dann habe ich den Weg verloren und bin einfach in die Ruine reingerannt, aus Versehen. Okay. Aber lief doch besser als gedacht. Die Strecke ist nämlich eigentlich gar nicht so weit. Einfach Story geskippt. Ich glaube, die in der Stadt hätten mich auch nur zu der irgendwie hingeschickt. Jetzt müssen wir erstmal verteidigen hier. Die Gyptos dürfen nicht durchkommen. Ah, sie, ja genau. Ah, wenn es so weitergeht, überrennen sie uns. Hallo, ich dachte, du brauchst meine Pfeile. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht. Mir nach, auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Ich werde die Königin beschützen. Vernichten wir diese Monster. Oh, guck mal, die hat eine Lebensleiste. Was zur Hölle? Noch nie gesehen. Villa wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Blitz! Hi. Gipto-Knochen, Gipto-Herz. Lecker. Gottes Willen, hat die einen riesigen Blitzradius. Ist ja ein bisschen anstrengend, wenn ihr das immer macht. Wahrscheinlich muss ich sie dann immer einmal ansprechen in Zukunft. Aber das ist echt strong. Warum sind diese Blitzfähigkeiten immer so crazy? Bitte noch ein Blitz. Danke. Ach, die kommen aus den Pilzen. Also aus dem Untergrund so gesehen, ja. Mein Doppelschussbogen, nein. Sind die noch welche? Nö, wir haben alle. Ist dies das Nest der Feinde? Strömen sie etwa dort heraus? Hi. Ich stehe gerade ein bisschen ungünstig. Wir müssen das Nest zerstören, damit dieser Strom endlich ein Ende hat. Ah, ist der Hinweis. Hey, schieß doch mal Blitz drauf, Junge. Was machst du denn? Ah. Kann ich euch zusammenpullen? Danke. Let's go. Ich hoffe, ich kann auch selber einfach einen Blitz gegenschießen. Müller, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Gyptos. Das gilt es auszunutzen. Oh. Zelda? Ich glaube, der Stadt geht's gleich nicht mehr so gut. Was ist das denn? Gerudo-Stadt ist in Gefahr.
Wirbelwinde bewegen sich auf unsere Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Bella, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Okidoki. Dann komm ich da. Riju aus Gerudo-Stadt braucht mich dort. Oh, hier sind jetzt Löcher auch im Boden. Ja, mein Hitzeschutz läuft aus. Ich teleportiere mich mal. Da. Glaube ich. Okay, die Prinzessin ist auch wieder unterwegs, wie in jedem der Gebiete. Hallo, ich bin da. Warum darf ich rein? Wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten. Okay. Sieh dir das an, Link. Ein Gyptonest, genau wie beim Wüstenbazar. Achso, ich dachte, du meinst die kaputte Stadt, soll ich mir angucken. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde kamen. Allerdings schien es diesmal mit gleich drei Nestern. Scheinen wir es diesmal mit gleich drei Nestern zu tun zu haben. Alle drei vor den Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, es würde eine ganze Horde Gyptos auf einmal überrennen wollen. Uns. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Gyptos aus ihnen hervorströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Gyptos werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Okay, sobald Gyptos rauskommen, kann man die kaputt machen. Hä? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Schon wieder? Hast du es auch gehört? Komm zu mir, sie ruft mich? Königin Riju, Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Billa. Mach dir keine Sorgen. Link, der Schutz dieser Stadt hat da jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Ne, wie sollen wir überhaupt zu der Stimme schon gehen? Wir haben noch nicht mal einen Eingang dahin. Stimme soll mal chillen. Rüsten? Okay, wir rüsten uns, indem wir uns auf den Thron setzen und chillen? Okay, bin bereit. Sie können kommen. Ich guck mir mal kurz dein Zimmer noch an. Yo, ein Tagebuch. Hier herumzusetzen ist nutzlos. Ich werde die Untergrundstadt in Billas Obhut lassen und meinen Blitzschlag üben. Die haben einfach eine geheime Stadt, okay? Die Ruinen im Norden sind nicht weit von der Stadt entfernt. Sie sollten für mein Training am besten geeignet sein. Ich trage so viele Sorgen für die Gerudo und die Welt mit mir herum. Aber nun tue ich einfach, was in meiner Macht steht. Sicher würde meine gute Freundin Zelda so etwas sagen. Ich bete zu Urbosa, dass sie und Link in Sicherheit sind. Jetzt aufhören. Bin bereit. Das plötzlich auftauchende Gyptos in ihrer Nester. Wir werden von einer Merkwürdigkeit nach der anderen geplagt. Und obwohl wir Zelda am Wüstenbazar gesehen haben, gibt es in Gerudo-Stadt bislang noch kein Lebenszeichen von ihr. Ich frage mich, was dahinter steckt. Im Moment jedoch ist der bevorstehende Kampf unser dringlichstes Problem. Link, es tut mir leid, dass ich dich erneut um Hilfe bitten muss, aber bitte sprich mit Billa und den anderen Kriegerinnen, um euch bestmöglich auf die kommende Schlacht vorzubereiten. Billa. Möchtest du etwas wegen der Vorbereitung für den Kampf fragen? Was können wir tun? Ja, da drüben sind die Kriegerinnen, genau. Bitte sprich mit Kommandantin Tekla an der Truppenbasis über Aufstellung unserer Truppen. Im Hof findest du Pardoru, die für Materialien zuständig ist. Wenn wir diese klug einsetzen können, können wir den Feind frühzeitig aufhalten. Sprich mit ihr, wenn du etwas Bestimmtes benötigst. Möchtest du etwas wegen der Vorbereitung wissen? Nein. Nun denn, in diesem Fall erstatte bitte der Königin Bericht. Wenn der Kampf beginnt, werde ich Königin Riju beschützen. Wenn ihr etwas geschieht, wäre es das Ende der Gerudo. Okay, Base-Verteidigung einfach. Hallo. Ich habe Materialien gesammelt, die für uns im Kampf hilfreich sein könnten. Du darfst dich gerne bedienen. Und wenn du mir aufträgst, an einem der Tore eine Barrikade zu errichten, werde ich das tun. Wie könnte ich dir am ehrenvollsten Sache am besten dienlich sein? Barrikaden. Unsere Stadt hat drei Tore, vom Palast aus gesehen Nordtor, Westtor und Osttor. Ich kann dir eins davon mit hölzernen Barrikaden und Eisenfässern versperren. Welches Tor soll ich auf diese Weise verstärken? Das Osttor. Okay, Tower Defense, eine Seite zugebaut. Die Barrikade zum Osttor wurde aufgebaut. Das soll die Gegner dort eine Zeit lang aufhalten. Okay, nicht komplett. Dankeschön. Dann kriege ich hier ein bisschen Zeug. Pfosten, Spiegel, Flammenwerfer. Klingt gut. Und Holzpfeile. Ach, Gottes Willen. Das kommt direkt in die Rudo-Sammlung. Es gibt zwei davon, die Rudos. Das gab es, glaube ich, nicht im ersten. Cool. Doch? Okay. Ja, beim Durchspielen habe ich die halt dann nicht gefunden, den zwei und das Zeug hier.
Kombiniert man sie mit einem Material, wird dessen Stärke maximiert. Ihre Haltbarkeit steigt jedoch weniger stark. Das ist das erste Mal, dass im Spiel erwähnt wird, dass die Haltbarkeit von Waffen steigt beim Kombinieren. Okay. Okay, die sind auf maximal Damage, ohne irgendwelche Gimmicks ausgelegt. Den Bogen kann ich aber mitnehmen. So wie hier. 100 Rubine. Exalphoshorn und Topas. Cool. Ach Gottes Willen, und da ist noch mehr Zeug. Ja, verschiedene Elemente und Bomben. Jetzt kommen gleich wahrscheinlich so 10 Gegner oder so, aber egal. Darf ich auch Sachen bauen oder die spawnen die, wenn ich jetzt so weit weggehe? Ich weiß es nicht. Ich würde mich auch gerne da so ein paar Sachen aufbauen. Ich stelle die mal einfach hier auf dem Hauptplatz auf, was ich bauen will. Ich baue einfach meine eigenen Gliox gerade. Dann muss der Laser auch noch mit. Herr der Elemente. Müsste eigentlich noch so ein Hydrant oben drauf. Das Ding wird so viel Strom fressen. Und gleich sind es einfach despawned. Ich sehe es eh schon kommen. So, kurz noch hier Truppen. Drüben nach den Truppen fragen. Schatz, warum ist unsere Stromrechnung diesen Monat so hoch? Ich brauche Kampfroboter. Da diese Monsternester vor der Stadt aufgetaucht sind, wird es wohl unweigerlich zum Kampf kommen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, eine Strategie zur Aufstellung unserer Truppen festzulegen? Sie sollten gleichmäßig ausschwärmen oder sich je nach Bedarf den Toren konzentrieren, von denen Gefahr droht. Was meinst du? Die Speerkriegerinnen zum Westtor. In Ordnung. Oh cool, mit Blitzspeeren. Die Säbelkriegerinnen zum Westtor. Die Artillerie zum Westtor. In Ordnung. Die Mitte übernehme ich, keine Sorge. Rechts und Mitte mache ich. Krieg ich schon hin. Gleich wird es so furchtbar schief gehen. Bin bereit. Achso, dich muss ich fragen. Sind die Kampfvorbereitungen abgeschlossen? Ja, wir sind bereit. Link. Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... Hä? Es geht los. Eure Majestät, eine große Anzahl Gyptos bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal. Erst ist Wichtigeres zu tun. Achso, ist mir zu unserem Gespräch egal. Wie ist egal, dass die angreifen? Hallo? Okay, da sind ein paar. Ja, sind schon ein paar. Ja. Billa, Sie haben die Stadt vollständig umringt. Kein Grund zu verzagen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um Sie und Ihre Nester allesamt auszulöschen. Auf geht's. Auf, Schwestern, die Schlacht beginnt. Sie sollen die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo, Link, Kriegerinnen. Die Königin darf nichts geschehen. Link, Kriegerin, der Königin darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Muss sie beschützen? Sie sind da, meine Doombas. Einer zumindest. Monster vor der Stadt. Verstärkt die Verteidigung an den Toren. Der andere ist weg, der oben war. Richter stand scheinbar. Eine 50%ige Chance, dass es funktioniert. Der Feind kommt aus dem Nest am Osttor. Zum Angriff! Warum stehen da Wachen? Ich hab da nie welche platziert. Okay, der Blitz funktioniert da nicht. Achso, ich muss ihn hauen. Okay. Auf geht's, mein Doomba. Oh mein Gottes Willen, was hast du denn gemacht? Lass sie nicht in die Stadt! Aber gegen den NPC gefahren. Dieses Nest wird keine Gyptos mehr hervorbringen. Doomba, ich brauche deine Hilfe. Komm mit. Den einen Zombie schaffen die. Ich glaube an die Verteidigung. Kontakt auch am Westtor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Ja, bin gleich da. Okay, die kommen sehr nah. Hinter mir kommen schon welche durch. Ja, bei einem anderen Tor habe ich alle Wachen platziert. Die kriegen es hin. Ah, da benötige ich mein Panzer. Let's go. Aus dem Nest am Osttor kommen fliegende Gegner direkt auf uns zu. Was? Fliegende Gegner? Hallo? Meine Batterie ist gleich leer. Ich muss kurz mal checken, was hier fliegende mit fliegt. Gegner am Nest im Westen. Ja, auf zu reden. Mit einem Blitzschlag auf. Willst niemanden auf? Warum darf der einfach durchlaufen? Was machen die Wachen? Warte. Hinter mir fliegen welche her. Okay. Du, an. Ich wollte nicht mit dem Blitzschlag treffen, aber egal. Da kommen welche zu Fuß. Okay. Es kommen Ach, mein, immer mehr. Mein Fahrzeug geht hier aus, weil ich weggehe. Oh, schade eigentlich. Gerudo-Bogen hier. Wir müssen alle Nester zerstören. Der Feind nähert sich dem Zentrum.
Zentrum der Stadt. Zum Gegenangriff. Nein, nein, alles gut. So, sind jetzt hier fliegende Gegner oder nicht? Nee, kommen aber nur Zombies angelaufen. Macht so einen unnötigen Stress. Aktivieren. Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpf! Was für... Da! Hä? Was passiert dir bei dir? Ich gucke alle 2 Sekunden auf die Karte und auf einmal Riju wird angegriffen. Ah, das sind die Schmetterlinge. Dieser Gerudo-Sniper-Bogen, ey. Da ist noch einer. So, haben wir die Schmetterlinge jetzt weg? Ja. Ich will doch nur Panzer spielen hier in der Ecke. Ja, der Panzer ist an. Riju wird angegriffen. Weil der Riju ist halb tot. Mein Gott, Riju, was hältst du aus? Nix. Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht. Okay, Dumba, du musst leider da bleiben. Ich muss Riju verteidigen, weil die sich aufessen lässt. Von irgendwelchen Mücken. Zwei Stück. Nein. So. Da liegt irgendwer K.O. von einem Blitz oder so. Ansonsten ist doch alles in Ordnung. Habe ich da nicht alle Wachen aufgestellt? Ja, deswegen kommt niemand am Boden durch, okay. Die Nester sind zerstört. Okay, die Wachen haben hier gut gemacht. Bereiten wir den restlichen Gibtus in der Stadt ein Ende. Wo kommt da ein Fliegender her zum Beispiel? Das kann nicht mal mehr ein Turm. Sehr schön. Hier kommt scheinbar noch einer angeflogen. Ja. Gut, dass der erste Pfeil anvisiert wird, der geschossen wird. Der trifft, meine ich. Da kommt einer mit Speedrun-Speed angelaufen. Was ist da denn unterwegs? Huh? Ist das ein anderer Gipto oder könnt ihr einfach schneller sein? Nö, das ist aber ein Gipto. Der Gipto einfach richtig Gas. Cool. Können also schnell sein, wenn sie mad sind. Ah, noch eine Mücke. Ich glaube, wir haben alle. Mein Effektiv war semi-effektiv. Oh. Ah, sie haben ihn getötet. Gute Verteidigung. Tower Defense geschafft. Ja! Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Gipto-Nester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Boden bebt, noch mehr Gefahr. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten. Die Gyptos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Oder ob sie am Ende den Sandsturm sogar selbst erzeugt haben? Und noch was will mir nicht aus dem Kopf. Die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze. Das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will dir gerne etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. Sind immer noch ihre Sitzhilfe auf dem Thron. Nicht alt genug. Ja. Warte mal. Der Deckel sieht bewegbar aus. Das Sandrobben-Statuen-Schwert. Ja. Hallo, bin ich hier richtig? Ah, Tatsache. Cool. Wie sind da alle? Du hast wirklich gut gekämpft. Wahrscheinlich hat dich unsere Königin deswegen angenommen. Sie hat deine Fähigkeiten richtig eingeschätzt. Sie mag noch jung sein, aber sie ist schon jetzt eine beeindruckende Persönlichkeit. Ein Voi? Hey du bist irgendwie ganz besonder. Du bist irgendwie ein ganz besonderer Voi, oder? Ich meine, weil die Wachen dich nicht verhaften? Also, was ist denn so besonders an dir? Es ist die Augen zu wild. Hey, Talia, du redest lieber nicht mit diesem Voi. Hat dir ja wahrscheinlich nichts beigebracht. Junge Voi spricht mit Voi schon, das Glück wird dir scheu. Ich spreche nicht mit einem Voi. Ich kann nichts sehen, also weiß ich gar nicht, mit wem ich da rede. Ach je, das ergibt doch gar keinen Sinn. Hör mir gut zu, Voi. Wie du ja mitbekommen hast, gibt es einige Regeln in dieser Stadt. Du kannst kommen und gehen, wie es dir beliebt, aber bitte hör auf damit, eine Unruhe hereinzubringen. Okay. Ach, guck mal, jetzt... Die öffnen mir das Tor hier so auch. Cool. Bin aber einfach durch irgendeinen Geheimgang oben reingehüpft. Sorry. Oh, noch ein Geheimgang. Hilfe, wo bin ich?
Hallo? Oh, eine Flaschenpost. Ich habe dich gefunden, Leser dieses Briefs. Du bist der Voyeur der Stunde und ich bin deine Vai. Beeile dich und rette mich aus dieser Welt, in der ich gefangen bin. Ich werde dir weiter meine Liebe senden, damit du mich bald findest. Alles wird gut, denn bald sehen wir uns. Dein Schicksal will es so, gezeichnet Caliban. Okay. Viel Spaß, Flaschenpost. Ich würde gern wieder hoch. Da. Ja, das mit den Monumenten und so klären wir später. Cooler Untergrundstadt, gefällt mir. Das meinen sie, was haben sie zugemacht, ne? Cool. Kein Ding, ich mach's gerne wieder für euch auf. Da steht was über diesen Ball, den der eine Dude hatte. Ich glaube, das hat er zu der ihrer Quest gehört. Upsi. Hier. Blitztempel. Sieht cool aus. So. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an. Hab ich schon. Wir geruhen nebenan, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als er es erschaffen wurde, wurde dieser unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt. Genau wie jetzt. In geraumer Zeit wurden die Gerudos wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Okay, hinter dem Thron irgendwo einen Blitz einschlagen lassen. Wenn meine Stimme ruft, komm nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Als wir dieses rätselhafte Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Es scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten. Und die Worte sind ein Hinweis, ein Rätsel. Okay. Da steht bla bla bla. Okay. Dann gucke ich mal nochmal hoch und guck mal, ob ich da sowas finde hinter dem Thron. Hallo, Billa. Mein Gegner? Nein, nur ich. Königin Rijo steht vor dem Wandbild in der Untergrundstadt und scheint dort tief in Gedanken versunken zu sein. Hinter dem Thron. Da ist so ein Ding. Gucken wir uns das mal an. Ist ja nur geradeaus zwischen den Kakteen. Und sogar Gegner, die haben wir eiskalt ignorieren können. So, das da. Ich glaube, drei solche Säulen und dazwischen musste der Blitz einschlagen. Entweder ist das diese Mitte oder... Hier ist irgendwas. Au. Yo, Licht. Cool, wir machen aus den... Verstehst. Wir verbinden diese Lichtsäulen miteinander. Und dann in der Mitte ist irgendein Punkt, wo ein Blitz rein muss. Let's go. Die Fliegen in Gyptus sind eklig. Um es nett auszudrücken. Oh mein Gott, ist das weit. Okay. Ich hoffe, ich spreng mich diesmal nicht mit einem Bombenfall selber. Ach. Da ist das, was ich brauche, aber ist auf der falschen Seite. Das geht auch nicht. Können wir mal oben irgendein Schalter ist oder so? This tower is on the Kopf. What is here happening? What is da in der Nähe? Wahrscheinlich ein Gleiter zum Weiterfliegen. Ach, guck mal. Gleich habe ich die Höhe. Ah. Huch, wir haben schon ein Dreieck. Okay, zwei Türme aktivieren. Da ist irgendwo die Sonne. Die extra eine Gerade ist, dass ich hochtauchen kann. So, das haben wir recht schnell gecheckt. Und hier oben sehe ich auch keinen Sturm. Und die Sonne redet mit mir? Ja, keine Ahnung. Die sind alle voll immersivt. So, und in der Mitte... Ein bisschen doof, wenn man die Karte nicht sieht, ne? So eine Mitte abzuschätzen. Aber da sehe ich was. Ich kann das Licht zur Orientierung nehmen. Ich finde es auch richtig cool, dass es hier wieder Lichträtsel gibt. Vermisst man doch. So, hier ist die Mitte. Hier muss ein Riju einschlagen. Muss ich hier erst Bescheid sagen? Oder kann ich einfach selber einen Blitz, einen Elektrofrucht draufwerfen? Ja. Das ist nicht ganz so ein guter Blitz. Wie von Riju. Muss den dritten noch ausrichten? Nö. Oder? Achso, doch, der leuchtet nicht richtig. Danke, Backseater. Für mich hat er einfach schon in die Richtung geleuchtet. So. Dann hier hoch. Ich komme schon auf den Tempel aber gleich.
Und was haben wir hier? Schwebeplatten und Stöcke. Ne? Was zur Hölle mache ich hier? Ah. Ich verstehe, was zur Hölle ich hier mache. So, sollte alles reichen? Danke, mächtiger Stein des Schwebens. Warum habe ich gerade Leben verloren? Ich habe doch selber irgendwas anderes hier oben bestimmt dran kleben können. So. Noch ein bisschen drehen und dann haben wir ein richtiges Dreieck. Achso, die Hitze ist nochmal größer, ich sehe es. Ja, egal, schmelzt sich halt. Yo, das Triforce. Pling. Da habe ich eine Blitzgranate gerade draufgeworfen, es hat doch funktioniert. Ah. Jetzt kommt da erst der Blitzabfänger. Okay, Riju, ich brauch dich. Wehe, die steht jetzt einfach da in der Mitte. Egal, wir gucken in der Stadt erstmal. Ich guck dir nur irgendeine komische Tafel an, während ich arbeite. Das ging so viel schneller als dieses Rätsel bei im Fischdorf. Hallo Riju, ich habe das Rätsel gelöst. Riju. Hallo? Riju. Okay, die ist schon da drüben. Du hast die Geister nicht mehr ausgerüstet, weil die Story ist eh... Keine Ahnung, sind chillig. Freu mich. Ist nicht so immersive, wenn 700 Geister da hinter mir herrennen. Und immer, wenn ich was aufheben will, dann stören. Außerhalb der Story gerne. Wenn ich sie gerade mal brauche. In der Story brauche ich keine Geister. Zelda, wir haben sie gefunden, ja! Link! Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda! Jetzt ist sie selber weg. Toll, gut gemacht. Hä? Jetzt ist sie nicht mehr da. Wo ist Zelda? Ich habe das Licht der roten Säulen gesehen und bin sofort hergekommen. Die sind rot? Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Oh. Du hast das Rätsel des Wandbilds gelöst und die Säulen aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Auf dem Wandbild war von einem letzten Stein der Blitze zu lesen. Huh? Sollen wir versuchen, meinen Blitzschlag auf diesen Stein loszulassen? Nö. Let's go. Zell hier, Zell da, Zell weg. Die drei Zustände. Ach Gott, der Eingang direkt wieder voll mit dem Zeug. Okay, da brauchen wir wieder mehr Blitz. Wir haben mehr als genug Blitz. Rijus Macht über die Blitze. Sobald Riju ihre Aura entfaltet, kannst du sie auf dein Signal hin einen Blitzangriff durchführen lassen. Okay, klingt gut. Also aber immer los geht's sagen. Und dann bleibt sie einfach stehen. Cool. Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Bleibt sie jetzt dafür immer stehen? Ah, jetzt kommt sie hinterher. Danke. Der Donnertempel. Aus dem Wandbild dargestellter Ort. Donnertempel. Blitztempel, Donnertempel, Donnertempel klingt besser, ja?
Mit Hackenschuhen im Sand? Sind eh komplett im Sand vergraben. Warte mal kurz eine Minute, bis dein Kreis da ankommt. Gleich sind wir bei der Tür. Ach, verdammt. Also, sie läuft sogar ein bisschen hinter mir her. Aha, die Tür ist offen. Hä? Ja, direkt einfach so ein Krypto-Boss. Was bist du denn? Heiliger des Donnertempels, die Gypto-Königin. Sick, die sieht richtig cool aus. Und die macht noch mehr Sturm. Siehst du, Link? Hier ist der Ursprung des Sturms. Dieses Ding ist dafür verantwortlich. Los, setzen wir dem Schrecken ein Ende. Mit seinen kleinen Fingerchen. Das ist die Anführerin der Gyptos. Okay. Was sagt die Anführerin der Gyptos gegen den Blitz? Das Ding ist noch nicht in unserem Radius. Jo, es kann Laser schießen. Kann Pfeil schießen. Oh mein Gott, das war immer noch nicht im Radius. Machen hier unsere Angriffe denn gar nichts aus? Ja doch, sobald der Blitz trifft. Danke. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Gyptos? Die Gypto-Königin reagiert. Aua, ja, warte, ich wurde gerade ein bisschen zusammengewählt. Dieser Sand. Man sieht fast nichts mehr. Ich sehe sie, aber sie läuft einfach weg. Aua. Nein, um Gottes Willen, das Ding tut ja richtig weh. Ich habe keine Ultraheilung mehr. Oh. Ich bin gekocht. Wo bin ich? Ja. Wieso kämpft eigentlich vor dem Tempel schon was gegen mich? Ich kann nicht mal blocken. Was will dieses Kackvieh von mir? Ich roll aber drauf rum. Nein, nicht schon wieder hauen. Ah, okay. Ja, will nicht gelasert werden. Die Gypto-Königin ist ja furchtbar. Hab getroffen. Oh mein Gott, dieser Schaden. Hilfe. Mal denkt von der, dass er herkommt. Als ob, ich hab's geblockt. Zum ersten Mal durfte ich blocken. Ich glaube, ich soll halt echt nicht in Nahkampf gehen. Wofür habe ich eigentlich einen Blitz, ne? Blitze, sammelt euch! War ein bisschen effektiver. Ich wollte die hauen. Das ist cooler drauf zu hauen als Pfeil. Oh, das ist nur Phasenwechsel. Ach, jetzt fliegt sie. Aha. Nee, sie fliegt weg. Okay, dich töten wir gleich. Sie ist in Richtung der Spitze geflohen. Um ihr zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach hier nach oben finden. Link, lass uns herausfinden, wie wir hier reinkommen. Okay, wie wär's, wenn wir den Eingang mit Blitz aufschießen? Der richtige Boss kommt dann halt jetzt in einer halben Stunde, wenn wir den Tempel gemacht haben. So. Donnertempel Erdgeschoss. Ich will auf jeden Fall meine Kiste da erstmal rauspusten. Wir haben sehr viel Basant wegzupusten. Irgendwo hier ist mein Tempel drin versteckt. Das ist eine Steinplatte. Oh, ich sehe da ein Krokblatt. Das ist so viel besser als das da. Ein Krokwedelfächer. Genau sowas will ich. Okay. Und das benutze ich, um den Knopf zu drücken. Was läuft eigentlich hier Musik? Keine Ahnung, wir öffnen die Tür. Flammenwerfer! Ach hier, hi. Sowas. Genau, so ein Zauberstab, der einfach Feuer wirft. Damit ich die einfach so one-hitten kann damit. Wie, der zerbricht gleich. Du hast mir so gute Dienste geleistet. Nein, mein Zauberstab. Soldatenschwert. Wir haben doch, so ein Schild. Und da kann ich doch... Wir haben doch einen Drachen gerade besiegt. Das hieß, der Drache ist irgend so ein Ultra-Flammenwerfer. Zeig mal deine Flammenwerferkünste, mächtiger Drache.
bin von meinem Flammenwerfer sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ah, beim Parieren. Cool. Ich war erstaunt, dass es trotzdem doch irgendwie funktioniert hat. Wie klein das ist, dieser Laserkristall von dem Drachen. Da gäbe es eine Fackel. Für die Atmosphäre. Erkunden wir den tiefen Dungeon. Cool. Sowas hätte ich gerne mehr so Momente, wo es so atmosphärisch wird. Mein Hitzeschutz läuft aus, aber wir sind ja jetzt eh unterirdisch. Donnertempel, erstes Untergeschoss. Hör mich anzustöhnen. Cool. Ja. Wo ist die mysteriöse Tafel, die uns den mächtigen Fahrstuhl aktiviert, sobald wir 5 Knöpfe gedrückt haben oder so? Oder ist wirklich einfach Gold, wenn wir gewonnen haben? Ich kann auch einfach durch die Decke nach oben hüpfen, aber ich weiß halt nicht, wo ich rauskomme, ne? Weil nach oben klettern ist halt so das geringste Problem für mich. Kiste! Du passt. Ich konnte nicht parieren, weil er irgendwas aufheben wollte oder so. Okay, ein bisschen schwer zu parieren. Muss echt nah ran. Oh, der Damage ist ganz gut. Ja, man parieren und den Gegner tot. Ich parry die zu Tode. Gefühlt sollte es aber eher auf einer Waffe sein, würde ich sagen. Nach der Erfahrung jetzt. Nämlich auf dieser, der Gerudo Zweihänder. Haben wir ja 3 Stück bekommen. Können wir ja ruhig mal 2 verschwenden. Oh mein Gott, der ganze Griff ist weg. Jo, aber es ist ein sickes Feuer, was sogar blau unten anfängt. Okay, aber hier ist auch nichts drin in dem Raum. Außer große Steine, die ich an meine Waffen machen könnte. Ich kann noch weiter runter. Sind noch mehr Zombies. Dieser Tempel ergibt gar keinen Sinn. Okay, hüpfen mal durch die Decke. Der Damage? Ich habe nicht geguckt. Moment. 70. Ah. Der Damage, glaube ich, ist normal 30. Aber der Gerudo-Bono ist, der verdoppelt den Damage von den Sachen, die ich da drauf mache. Das ist dann doch sick. Warte, warum war... Okay, aber die Haltbarkeit steigt nicht so stark dadurch. Na trotzdem, die Gerudo-Waffen gehen ja richtig ab mit 60 Damage. Ich bin so gut. Aua. Will bitte, Junge, mich aber durch die Gegend. Bin sehr überfordert mit diesem Bogen. Man merkt es eventuell. Warum zoomt der Kilometer ins Spiel rein? Danke. Will auch nicht mit meinem Flammenwerfer gerade kämpfen tatsächlich, sondern einfach mit einer Waffe. Den ganzen Tempel geskippt, ja. Nee, wir müssen ja eh in verschiedenen Ebenen Sachen aktivieren. Warte, da war ein Seitenraum. Oh mein Gott, ich habe echt den Tempel so zum Teil geskippt. Warum bin ich im Erdgeschoss 3? E2? Ah, hier ist die Karte. Alles gut, wir haben die Karte gefunden. Jetzt können wir uns hier im Tempel umgucken. Was fehlt? Warum darf ich nicht aktivieren? Warte, das sagt einfach nur nö. Wie, du sagst einfach nur nö. Und jetzt reden wir hier? Link, ich bin mir sicher, dass uns das Wandbild in der Stadt zu diesem Tempel führen wollte. Und wenn das so ist, finden wir bald heraus, zu wem diese Stimme gehört. Darf ich jetzt damit interagieren? Hä? Ich mache echt alles kaputt. Oh, nicht genug Strom. Aha, der Tempel braucht aber richtig viel Strom, damit der Fahrstuhl nach oben fahren kann. Was war das? Diese Plattform, sie hat sich erst bewegt und ist dann wieder zurückgekehrt. Komm zu mir. Oh, meine kleine Nachfahrin. Dieser Mechanismus ist mit der Spitze des Schreins verbunden. Verwende deine Blitzkraft, um die 4 Energiespeicher aufzuladen. Dann erwacht die Maschinerie zum Leben.
Befolge meine Anweisungen. Ah. Diesmal habe ich die Stimme ganz deutlich gehört. Sie ruft mich zu sich. Ich soll also 4 Energiespeicher mit meiner Blitzkraft aufladen. Das Monster, gegen das wir draußen gekämpft haben, ist ganz nach oben geflüchtet. Und die Stimme sagt uns, mit Hilfe dieser Plattform gelangen wir zur Spitze des Tempels. Wenn wir tun, was sie sagt, erwischen wir sicher unser Monster. Und vielleicht finden wir dann auch heraus, wer sich hinter der Stimme verbirgt. Link, bitte, bring mich nach oben. Machen wir es so, wie die Stimme gesagt hat, und gehen wir auf die Suche nach den 4 Energiespeichern. Okay. Zeig mir meine Karte. Ach ja. Warte, eines hier im Erdgeschoss, hinter mir, vor mir? Ja, die ist einfach da, lol. Was ist dieser Tempel? Habe ich draußen auch einen Teleportpunkt? Nee, leider nicht. Okay. Ja, da kann ich doch einfach unten durch den Boden rein, wenn ich nochmal ein Stockwerk runterfinde, ne? Und angeblich geht's da nach unten, einfach geradeaus. So. Was ist das? Da ist ein Gegner hinter, der guckt böse. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Blitz? Nö. Hat hier irgendwas kaputt gemacht? Irgendwie werden wir doch hier wieder zurück zum Eingang kommen. Oder wir gucken uns erstmal oben einfach um. Auf jeden Fall hier Wind. Der wird wahrscheinlich stärker, wenn ich den Stein da rausmache. Das war ein Rätsel. Wo bin ich? Da. Sieh dich hier gut um, Link. Ja, ganz ruhig. Ich bin erst bei 400 Stockwerke nach oben geworfen worden. Stockwerk 4 direkt. Hihihi. Oh, schade. Ob wir einmal dran schleichen. Hat ihm nicht so gefallen? Gute Waffen gefallen mir aber jetzt auch sehr, wo ich das gesehen habe. Was sind das? Ach, also das sind so Lichtdinger. Muss ich irgendein Licht später reflektieren? Kann ich irgendwie eine Decke öffnen? Nee. Vielleicht kämpfen wir auch hier gegen das Vieh später hier in dem Raum. Könnte passen irgendwie, dass es hier so rumfliegt, dass man Licht drauf reflektiert. Da drüben ist Licht. So. Hier ist der Raum des Tageslichts. Und hier haben wir... Was ist das? Ach, auch ein Spiegel, aber ein anderer Spiegel. Der nur gedreht war. Okay. Passt. Braucht mehr Höhe. Ich könnte auch einfach den Stein aufrecht hinstellen. Das wäre aber zu smart. Habe ich ja selber Angst vor mir, wenn ich das so löse. Okay. Aber es liegt schon mal draußen. Ich liebe den Tempel jetzt schon. So, wir machen erstmal die aus dem Weg. Dann können wir jetzt bestimmt die Statue da drüben richtig bewegen. Ich habe den Sandboss besiegt. So. Jetzt habe ich das darüber. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das Licht haben will, aber wir spiegeln es einfach so oft, wie es geht. Da oben ist eine... So, ich will es also... So ungefähr nach oben spiegeln. Okay. Krieg ich hin. Ah, noch ein bisschen weiter nach links dann. Ich glaube, das Problem liegt schon in dem Raum, wo ich das Licht raushole. Ja, ist nicht gerade. Warte mal. Ich habe doch das da oben gar nicht festgeklebt. So. Ich glaube, ich habe eine Statue geskippt auch. Guck mal, die hier kann es auch weiter leuchten, die erste. Ich mache einfach Doppellicht. Ich cheate einfach extrem. Oder ich will das so. Weil ich irgendwo da unten auch Licht haben will. Von oben nach unten ist gar nicht so unklug tatsächlich. Wir haben Schalter gelöst. Und einen Weg geöffnet. Oder einen Knopf. Sehr schön. Achso, kann ich die jetzt ein bisschen weiter bewegen? Ich habe sie gedreht ohne Ende. Nur so ein kleines Stückchen nochmal. Licht nach oben ist auch an. Würdest du bisher sagen, Tears of the Kingdom ist besser als Breath of the Wild? Ja. Auf jeden Fall. Ist einfach dreimal so groß schon.
Es fühlt sich aber belohnt an, wenn man den ersten Teil auch gespielt hat, würde ich auch trotzdem sagen. So, da oben ist jetzt auch weggefahren, ne? Klettern wir mal kurz da hoch. Genau so ist das gewollt. Kann keiner sagen. Cool. Bin ich jetzt hier? Blitz? Ah, cool. Raum des Erglühens. Richtig Urbosas Fähigkeit. Nicht Urbosas, aber Rijus Fähigkeit. Wo ist Riju? Sollt ihr nicht mit mir mitlaufen? Ah, da ist eine Tür. Ich glaube, ich muss die echt mal hierher holen erstmal. Ach, da ist er auf einmal. Natürlich. Okay, der Mensch ist nett. Aber will ich nicht kaputt machen. Nehmen wir meinen Gamma-Bohrer. Okay, kaputt. Dann dich. Oh, ich war gerade rückwärts hüpfen. Der Loot gegönnt. Danke. Und hallo Riju. Schön, dass du irgendwie hergefallen bist. Let's go. Dies ist also ein... Er scheint genug von meinen Blitzen aufgenommen zu haben. Gut, noch drei. Aber eigentlich erreicht der zweite Satz für den Kontext. Dies ist also einer der Blitzableiter, hat sie, glaube ich, gesagt. Ich wollte nicht wegskippen. So, da haben wir noch ein Licht hingeleitet. Ist das dann schon das zweite? Also, ich würde es nehmen. Der Tempel scheint dann nicht so lang zu sein. Schade. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Ah, so ein Kack-Mumienraum. Und normale Gegner. Raum der Darbringung. Danke. Können die für mich kämpfen gegen die Mumien? Wahrscheinlich ja, aber tun sie nicht. Ich komm mal runter, Junge. Wird nicht in der Luft gekämmt. Hä? Danke, Urbosa. Nicht Urbosa. Riju. Zu gewöhnt. Sollte vielleicht ein bisschen mehr nutzen über ihre Blitzpower. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um Angriff plus zu essen. So viele Schläge, wie die fressen diese Roboter. Ich werde getroffen. Hast du es nicht gesehen? Auch gut, dass der ein Viertelherzschaden macht. Und die anderen mich richtig vermöbeln. Yo, guck mal, der ist da ins Licht gelaufen und gestorben. Deswegen brauchen die auch den Sandsturm, weil die im Licht gar nicht überleben können, die Viecher. Aber sind scheinbar nicht so smart, nicht ins Licht zu laufen. Na, der stirbt auch an zu sich im Licht, glaube ich. Der andere ist gerade gestorben da drin. Ich schwöre. Der hat auch einen Pfeil abbekommen oder so. Auf jeden Fall keine Lichtfans. So, die haben alle Spiegelschilder. Boah, warum nicht? Spiegelschild. Wo will ich überhaupt Licht? Okay. Hier sind noch Fackeln. Oder auf jeden Fall sehr brüchige Stöcke. Wollte ich eigentlich noch rankleben, ne? Fällt aber, fliegt aber schon weg. Okay, wir haben hier einen Zeppelin. Da hoch will ich auf jeden Fall. Ja, sieht gut aus. Ah, da ist so eine Lichttafel. Okay, ich verstehe. Also eigentlich soll ich so ein Licht selber hochfahren lassen, aber eigentlich kann ich ja auch einfach mein Spiegelschild hernehmen, oder? Cool. Ist das eine Hauptquest? Ja, nein, wir sind einfach zufällig in so einem riesigen Tempel, wo wir Lichtmechaniken benutzen. So,
und zufällig mit dem NPC unterwegs sind. Ja, das ist eine Hauptquest. Und wir schießen jetzt einen Pfeil da drauf. Zwei Stück noch, Link. Los, keine Müdigkeit vorschützen. Jawohl, kriegen wir hin. Was haben wir noch so? Den Hauptraum? Ja. Den Weg zurück, den ich irgendwie nicht öffnen konnte? Wo auch irgendwas mit Licht ist und sowas. Ich habe, glaube ich, echt was kaputt gemacht, weil ich da durch die Decke gehüpft bin. Aber das kann man halt im gesamten Tempel. Ich könnte nochmal durch den Haupteingang einfach reingehen. Boah, machen wir es halt so. Ich laufe nochmal kurz von hier aus los. So, jetzt haben wir ja eine Karte von hier. Hier rechts. Da ist doch nichts. Hä? Sonst wäre ich da doch vorhin lang gegangen. Ich habe einfach diese eine Wand scheinbar komplett ignoriert. Okay. Gehirn aus. Gaming an. Oh, lecker Schmorpilze und das. So. Ich höre, ich habe gerade was unglaublich Schlimmes gehört. Ich will mein Inventar nicht mehr schließen. Ah! Okay. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Hier ist eine Fledermaus. Hallo? Ein Gerudo-Messer. Boah, kann ich mir eine richtig gute Waffe draus basteln, statt dem Stock. Wenn ich hoch will, spule ich das einfach in der Zeit zurück. Rein da mit euch! Zeit für euer tägliches Feuerbad. Oh, hat sich erholt. Ja, komm mal her. Ja, fein. Ab in die Sauna, mein Kleiner. Ja. Fein. Fast selber reingelaufen. Das Gefühl, als wäre hier irgendwie jede zweite Wand einfach nicht echt. Aber die ist echt. Knopf. Ah. Feuer aus, Tür auf. Multifunktionsknopf. Dankeschön. Guck mal, jetzt haben wir alles verpasst. Halber Dungeon. Oh mein Gott, das... Dafür also die Grube. Ach, dann zerfallen die einfach. Nein, das wollte ich nicht. Ich würde spulen. Oh, ich würde gern so einen Feuerball an meine Waffe machen. Aua, da kam einfach ein neuer und hat den anderen zerquetscht. Oh, der brennt nicht mehr. Junge, das quetscht einfach durch. Ist dem Spiel so egal. Ja, die verbrennen aber in einer Zeit. Okay. Cool. Oder so. Zack. Oh, das Schwert wird so gut gegen den Boss später. Das hauen wir auf den Boss drauf. Wenn das Gerudo-Messer ultra viel Kraft frisst, was ich reinstecke, dann können wir auch irgendwas Krasses jetzt damit basteln. Das verdoppelt die Power von dem, was ich drauf mache. Machen wir eine Sense drauf. Eine Mini-Sense. Yo, plus 68 Kraft. Einhandwaffe mit 76 Schaden einfach. Das sollte das Perk vom Master-Schwert einfach sein. Stattdessen wissen wir aber nicht mal, was das Master-Schwert wirklich macht. Aber ich hab was gesehen. Stimmt, ich erinnere mich jetzt. Oben im, da wo wir angefangen haben, im Tutorial, oben da hat was geleuchtet. Das wollte ich mir angucken. Es hat so grün geleuchtet wie in der Hauptstory oben auf dem Tempel. Da wollte ich hingucken. Okay, darf ich die Zeit umdrehen gleich? Sonst werde ich aber erstochen. Hallo? Sonst wartest du mal ein bisschen im Umdrehen. Oh, Haltbarkeit plus plus. Oh. Raum des Hoffnungslichts. Ja, da ist auch die Tür, wo ich durch will die ganze Zeit. Okay, die Haltbarkeit ist halt echt nicht so nice. Leuenbogen. Okay. Mächtiges Sonanium-Schwert. Super. Und Delta-Elite-Konstruktoren. Dankeschön. Da ist ein Gegner drin. Das weiß ich nicht, ob ich den befreien will. Könnte ein Foto, schönes Foto sein. Den Fotoeintrag mag ich. Okay. Da muss ich ja nicht Puzzle lösen, da kann ich einfach hinhalten.
Ah, Steine. Ein Stein und zwei Steine. Der ist doppelt so klug wie der andere. Hast du da nicht alle vier Gebiete durch? Ja, genau. Richtig. Oh, ich hätte das Licht einfach hochhalten können. Ich hätte nicht mehr was bauen müssen. Ich habe es nämlich noch nicht mal oben angebracht. Aber egal, wir haben es geschafft. Smart, mir. Auf jeden Fall. Kiste. Die Echse da. Oh, ich darf meine Kamera nicht weiter bewegen. Weg mit dem Gerudo-Bogen. Ja. Ich darf nicht so weit runterfahren. Da ist sie. Süß. Hallo. Feuer. Okay, hätte ich einen Stein oder so, könnte ich es blocken. Ich könnte die Kiste nehmen. Ja. Was kann der vom Wasservolk? Der kann ein Schild geben. Oder einen Wasserangriff. Immer dann zuhaut während dem Schild. Funktioniert. Bitte. Au. Gleich habe ich's. Man sieht halt aber nichts mehr mit diesem Feuer hier drin, ne? Perfekt. Eine Gerudo-Lanze. Nehme ich auch mit. Brauche meinen Fächer nicht mehr, weil ich habe jetzt eine Windturbine dabei. Und jetzt habe ich den normalen Weg geöffnet. Aber irgendwie 10 Minuten gespart, weil ich das nicht gemacht hatte. Achso. Aber ich wollte ja hier runter, um durch die Decke zu hüpfen. Genau. Sagte Zombie, nachdem er wieder hier komplett durchgelaufen ist. Gerade überlegt, warum war ich jetzt nochmal? Ich wollte einfach durch die Decke hüpfen, um zu dem Raum zu kommen. So. Hier über mir ist die Kammer. Kann ich nicht einfach reinhüpfen? Achso, an der Hand. Ja, das finden wir bald raus. Aha, so soll man hier reinkommen. Von innen sieht es halt schon besser aus. Danke, dass keiner gespoilert hat. Yo. Da war einfach eine Vase davor, deswegen habe ich es nicht gesehen. Aha, aber rechts daneben war so ein Loch in der Wand. Egal, ich habe den Tempel wenigstens richtig mitgenommen. Ich bin glücklich. Auch trotz meinen Fehlern. Platte 3, aktiv. Ich war so verzweifelt, Junge. Deswegen konnte keiner mehr was sagen. Gut, ein einziger Energiespeicher noch. Oh, die Musik, ja. Schön. So, und der letzte Energiespeicher ist im dritten Stockwerk. Okay. Ich glaube, ich bin nicht E1. Ich glaube, das war E4. Da ist ein Spiegel. Ein Spiegel, der braucht Licht. Warte, wie kommt das Licht nicht mehr hier durch? Ach, das ist nicht mehr meine Konstruktion. Lol, deswegen. Wir haben da jetzt einfach eine so hingestellt, dass es so aussieht, als wäre es meine. Ganz schön dreist hier. Ich kann doch aber eigentlich theoretisch viele Optionen. Wenn das nicht klappt, habe ich noch mehr Ideen. Wenn ich das jetzt weit genug nach vorne schiebe. Aha. Ich halte einfach den Spiegel da in die Luft. Die Musik geht immer mehr ab, umso mehr man im Tempel löst. So, wenn ich nochmal frage, aber läuft Tears of the Kingdom wunderbar flüssig auf der OLED-Switch oder ist es eher wie Breath of the Wild? Die OLED-Switch und die normale Switch nehmen sich nichts in Leistung, ne? Die sind exakt gleich. Die OLED hat einen besseren Bildschirm für Handheld-Modus. So kommen wir nicht weiter. Doch klar. Für noch ein Rätsel geskippt? Hab ich? Warum? Ich sollte doch einfach nur Licht darunter bringen. Ich habe aber nur das Erstbeste genommen, was ich gesehen habe, fürs Licht runterbringen. Da drüben ist noch ein Raum, aber der ist zu. Hier brauche ich auch Licht, dass es aufgeht. Muss ich ja irgendwie unten drunter kommen und dann hier reintauchen oder so? Nee, das sieht ja nicht richtig aus. Okay, ich glaube, das ist der Tempel, der mich am meisten verwirrt von seinen Rätseln, weil ich einfach nicht verstehe, was das Spiel gerade von mir will mit den 5 Stockwerken, mit den 8 Stockwerken. Ich glaube, weißt du, Feuertempel und den anderen Tempel habe ich beide Probleme, weil die 80 Stockwerke haben.
Ja, da stecke ich einfach einen Stein rein. Funktioniert ja. Hallo? Kann ich ihn irgendwie zu mir holen? Er freut sich auf jeden Fall jedes Mal, wenn er mich sieht. Dieser ganze Tempel hier auseinanderfällt. Das mit den Steinen, das war ja logisch jetzt mal. Da unten ist Licht drin. Heißt, da muss ich irgendwie runtergucken und schauen, was da abgeht. Yo! Okay, wir haben einfach so einen Block und stecken da rein, das hört auf, sich zu drehen. Problem gelöst. Ja. Ventilatorschild. Nee. Nee, jetzt können wir schön lang die Musik genießen. Da macht den Schild von denen nehmen. So. Ja, hier ist das Ende vom Dungeon dann. War ein Schalter. Ich weiß. Da war so ein Blitzschalter. Ich überlege nur gerade, was es mit diesem Raum hier auf sich hat. Weil ich da gerne noch rein würde. Da war ich halt gar nicht drin. Und ich glaube. Es gibt nur einen Raum, wo ich nicht drin war und deswegen bin ich verwirrt. Und es ist der hier. Da! Guck mal, da fehlt eine Statue laut Karte. Ach so. Ah, und hier soll ich das Licht rüberleiten und so hätte ich mir den Weg da drüben geöffnet. Aha, hier kommt Tageslicht dann auch rein. Oder hier ist eine Tageslichtlampe. Die muss ich halt nur so drehen, dass die beiden Ringe gleich sind. Also so ungefähr. Und dann strahlt das Licht da gerade durch. Ja, und dann kann das Licht da gerade rüberschalten und öffnet die Tür auf der anderen Seite. Okay, jetzt habe ich alle Rätsel im Dungeon gesehen, verstanden und gelöst. Jetzt kann ich ihn auch beenden mit dem Blitz. Und dann können wir die Riesenmücke mal verprügeln gehen. Ich hätte auch theoretisch das Licht dann mit Lampen hier einfach runterlenken können, um die Tür zu öffnen und so. So cool, wie viele Möglichkeiten man mit dank dem Spiel hat, um Rätsel zu lösen und alles. Riju! Bitte! Sie ist einfach random manchmal verschollen ist. Ah, ich habe sie gefunden! Ich glaube nicht, dass eine Blitzgranate geht. Muss ja so storymäßig aktiviert werden. Sehr gut! Alle Energiespeicher sind nun mit Blitzen geladen. Sehr schön. Damit sollte sich auch der Mechanismus in der Mitte wieder in Bewegung setzen. Los, Link! Schauen wir gleich nach! Auf geht's! Schön, wie ruhig das immer wird. Ich liebe es. So. Ja, hätte ich nicht nur Memes als Waffen, wie ein Feuerfallball, der nicht brennt, wäre ich sogar noch glücklicher. Oh, das drauf. Einfach so ein... Nö. Eine Schniedelklinge nochmal. Masterschwert schon wieder da? Nee. Okay, das ist meine Stealth-Waffe, die nicht. Dann fangen wir mit der Schniedelklinge an. Nein, warte, wir haben ja so ein Großfeuerschwert gemacht, ne? Genau. Das Flammen... Glirock-Schwert. Dann gönnen wir uns mal 4 Minuten Abwehr. Knopf drücken. Let's go. Oh. Huch. Link, dieser Mechanismus scheint tatsächlich sich zu bewegen. Genug Strom. Oh Gott, ich sehe schon wieder diese Mumien-Spawner in der Ecke. Hä? Hä? Was leuchtet denn da? Ein Machtstein.
Ja, Riju. Ich glaube, wir müssen erstmal das da oben aufschießen. Raum des Ruhmeslichts. Ach, guck mal, da sind Lampen drüber. Also eigentlich will ich die Krypto-Stangen dann wegmachen. Damit ich das Licht hier reinholen kann. Heiliger des Donnertempels, Krypto-Königin, Kampf 2. So, Link, jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Diesmal weiß ich Bescheid. Bleib da! Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher! Aber direkt Blitz rein. Das ist direkt weggeflogen. Komm den Wirbelwinden bloß nicht zu nah! Ah, der Angriff hat mich immer getroffen. Ja, komm mal her. Zeig dir jetzt mal meinen Flammenwerfer. Verbrenne, du riesige Möcke. Aua, die hat mir getan. Ja, verbrenne, du Gigamöcke. Oh, sie ist komplett zusammengebrochen. Yo, ich wusste nicht, dass das auch geht. Ich habe sie vielleicht ein bisschen sehr vermöbelt. Jawohl, Hälfte ist weg. Schutz 3 zu essen hat sich gelohnt. Aber dann lege ich jetzt Schutz 3 weg, dass es gefährlicher wird. Let's go. Stattdessen laufe ich schneller für 10 Minuten. Let's go. Okay, jetzt kriege ich mehr Schaden. Jetzt wird's spannender. Sie hat Gibdos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Sie dürfen uns nicht einkreisen. Okay, jetzt fliegt das Ding auch. Eins haben wir kaputt und jetzt haben wir ja auch ein Licht. Das ist gut. Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Ja, wenn ich meine Waffe wegstecke und den Boss anvisiere. Ja! Wo ist er hin? Er ist runtergefallen. Kackviech. Nein! Aua. Alles klar bei dir, Link? Ja, alles gut oder so. Ich will echt gerne mehr Ägyptos loswerden, tatsächlich. Da sind mir so 2, 3 zu viele. Wie er mir hinterher rennt, hallo? Nein, stopp! Okay, sehr schön. Aua. Das war ein Wirbelsturm. Hallo, die Waffe ist eigentlich für den Boss. Jetzt laser ich hier irgendwelche Mücken ab. Wo ist er? Ach, da. Böse Möcke. So. Böse Möcke. Weg. So, wir machen erstmal die Ecken frei. Komm her. Sehr schön. Und noch eine Ecke haben wir. Ja, der ist ein bisschen schnell. Blitz. Habe ich? Ja. Okay. Gleich haben wir nur noch den Boss. Alle einfach einmal kurz abstürzen lassen gemeinsam. Feuer. Die Motte brennt. Mehr. Mehr Elemente. Feuer. Blitz. Riju. Mach deinen Gigablitz drauf. Ich glaube, er hat nicht getroffen, tatsächlich. Hey, ich brauche den Gigablitz. Wo ist er? Da. Bin ich ready? Oh mein Gott, die ist so... Du bist echt nicht gegen das Monster gemacht. Na, keine Sorge. Das Licht ist so einfach gegen das einzusetzen jetzt. Jetzt! Geil. Horrorblind, Superschläger, ab ins Gesicht. Zack, silberner Bockblindklinge. Jawohl. Das Ding steht auf. Nein, hallo. Was auch immer du machst, hör auf.
Komm her. Ich kann mein Licht nicht so weit lenken. Na doch, irgendwie treffe ich bestimmt. Jawohl. Stürz ab. Nice. Nein! Die Blitze habe ich nicht getroffen. So. Kurz mal wieder warten. Ich warte einstampfen ab und danach hole ich mir die Ability. Das ist klüger. Sie läuft bestimmt wieder rein. Hui! Am Ende der Map direkt einfach. Bro, ich brauche deine Ability, bitte. Nie im Leben kann man das schnell genug dahin schießen. Okay, ich schieße zwischen den Wirbelstürmen durch. Oh, der ist gerade wieder haltbar geworden, der Junge. Hallo? Ein Blitz jetzt bitte, sofort, sofort, sofort. Hallo? Oh mein Gott, es ist einfach unmöglich, ihre Ability einzusetzen. Jetzt. Danke. Master Schwert, bist du schon wieder zurück? Nein, immer noch nicht. Okay. Dann nehmen wir eine Lanze. Mach es weg, mach es weg, mach es weg! Ah! Ein Herz für uns. Und danke, Chat, für die GGs. Wir haben es geschafft. Eine große Motte getötet. Ja, da rattern sie durch. Gut so. Riju aus Gerudo-Stadt. Herzcontainer. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen um 1 und stellt die Lebenskraft wieder her, die das Miasma dir geraubt hat. Blub. Blink. Ja, in dem Tempel war ich, glaube ich, ein bisschen lost, aber nicht so lost wie im Feuertempel immerhin. Ich will, dass sie schwitzt in der Cutscene. Wasser. Sind scheinbar irgendwie Wassereffekt immun. Nur Yunobu konnte dampfen in der einen Cutscene. Schade. Egal, ihr habt's geschafft. Hallo. Jetzt erfährt sie ihre Story auch, wie die anderen drei. Ein letztes Mal. Hätten sie irgendwie anders gestalten können. Riju, durch deren Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Oh, diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst, wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast, dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig.
Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die sechs Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter... Dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gelobt habe. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh. Grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Let's go! Ein Ohrring einfach. Schön, dass jemand direkt als Accessoire kommt mit dem Bonuszeug. Ich bin die Weise des Donners. Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht. Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue! Ja.
Aua, meine Hand, lass los, aua, hör auf, fest zuzudrücken, was zur Hölle, oh! Ja, mir fehlt der Mittelfinger für Ganon. Let's go. Ja, jetzt müsste eigentlich irgendwas passieren, wenn wir alle Sachen haben, ne? Stimmt. Luriju. Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Der Sandsturm hört auf, ja! Holy shit, wo kommt der Tempel her? Alle direkt neue Panik. Link! Meinen Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm vor Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass die mit Auflösung des Sandsturms auch die Gypto-Angriffe ein Ende fanden. Oh. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder an der Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes, der Gerudo, danke ich dir. Ja. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Billa. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. Sie wurde von meiner Vorfahren bezeichnet. Und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Diese Ähnlichkeit, sie lässt sich nicht als Zufall erklären. Eines steht fest, Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine andere sein. Und wir müssen herausfinden, um wen es sich handelt. Link, verzeih, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr droht durch den Sandsturm oder den Gyptos, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu vieles ist hier noch zu tun. Ich gerade den Satz fünfmal falsch gelesen habe, aber trotzdem noch geschafft habe, einen halbwegs richtigen Satz auszusprechen. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesem Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Da, 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 da. Der Schwur von Riju, Weise des Donners. Zeichen des Paktes mit Riju, der Weisen des Donners. Rufe damit den Geist von Riju herbei oder lass ihn. Danke. Oh. Link. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni Goronia und das Dorf der Soras besucht. Im Spähposten sehnt man sich gewiss nach deinem Bericht. Ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest? Ja. Mögen deine Worte dich recht bald wieder zu uns geleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen. Let's go. Riju aus Gerudo-Stadt geschafft. Wir haben die Macht der vier Weisen. Los, meine Pokémon. Achso, geht ja nicht in der Stadt, stimmt. Oh. Hui. Ich hab noch den Movement-Speed-Bonus. Miau. Hier draußen rennen jetzt überall welche Leute um. Cool. Yo, das Juweliersgeschäft ist wieder offen. Gibt's hier wieder die Kronen wie im ersten Teil? Ja. Stimmband, Rhodonit-Stimmband, Saphir-Stimmband, Topaz-Ohrringe, Opal-Ohrringe, Bernstein-Ohrringe. Die haben Verteidigung. Hallo, Kleidergeschäft? Das Kleidungsgeschäft ist zu. Nein. Hallo? Boutique Wüstenblume am Wüstenbazar für sie geöffnet. Ach, am Wüstenbazar. Ja, aber da war nur ein Kleidungsstück. Da ist auch so ein komischer Ball.
Hey, die Kugel da sieht zwar komisch aus, aber mitnehmen darfst du die nicht, die gehört Talia. Klar, die Königin, die erlaubt, alles in unserer Stadt mit zu nutzen und so, aber bei dieser Kugel würde ich trotzdem erst Talia fragen, ob du denn die auch wirklich haben darfst. Okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt die Cutscenes und danach gehen wir zum Spähposten. Und holen uns unsere finale Aufgabe, die wir dann noch ein bisschen vor uns hinschieben. Ja, das klingt nach einem Plan. Laut unserem Album benötigen wir... Habe ich die nicht hier gescreenshottet oder so? Wenigstens, war ich klug? Nö, ich war nicht klug. Der Stein da unten ist das letzte. Masterschwert war, glaube ich, das vorletzte. Also brauchen wir noch... Das rechts am Rand? Okay, wir gehen nochmal zum Schrein. Sagen wir noch 4 Minuten Speed haben. Miau. Ach so. Kurz sehr irritiert gewesen, was passiert, aber ist ja noch nicht erschienen. Puh. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Rijus Geist zu Hilfe rufen. Ja, wir haben jetzt eine Gang einfach aus 4 Weisen, die uns verfolgt. Cool. Das haben wir geguckt, wie der Dämonenkönig entstanden ist. Das war das letzte. Und jetzt haben wir Träne, Stein, Schwert. Okay. Und Träne war, glaube ich, ganz rechts, habe ich gerade gesehen. Genau. Träne. Stein. Also rechts, unten, oben. Okay. Da ist die Träne irgendwo. Let's go. Oh mein Gott, ich werde... Oh mein Gott, ich werde so sterben. Nein. Niemand rechnet mit Birdman. Ah. Diese Rüstung, ey. Nobody can stop him. Zack. Schauen wir mal. Da oben. Ich sehe es schon. Diese Pfützen hier heißen ja auch Drachentränen. Also sie sind ja auf jeden Fall von den Weißdrachen scheinbar auch. Die Tränen oder so, die diese Muster und Erinnerungen bilden. Finden wir mehr heraus. Auf geht's. Ich freue mich schon. Cool. Wir gucken jetzt die letzten 3 Cutscenes, die es gibt. Zumindest mit dem im Verlauf mit den Drachen. König Rauru, aus der Gerudo-Wüste wird berichtet, dass nun auch die letzte Ortschaft in der Hand des Feindes ist. Unsere Truppen vermögen die Armee des Bösen nicht mehr aufzuhalten. Ich verstehe. Dann werde ich mich selbst dem Dämonenkönig stellen. Rauru, er ist viel zu stark. Du allein hast nicht die Macht, ihn jetzt noch zu bezwingen. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Die Oberhäupter dieser 4 Völker stehen dir bei. Und Zelda obendrein. Und vergiss nicht, auch ich bin an deiner Seite. Dann lasst mich euch etwas zeigen. Oha, was denn? Ich glaube, das war der Raum, wo wir das gesehen haben. Mit Impa, der Impa-Tempel, wie wir ihn nennen. Ja, guck mal. Haha, hab die Tür erkannt. Schätze der Sonne. Mysteriensteine. Bitte steht mir bei und leiht mir eure Kraft. Ja, hier kriegen sie jetzt ihre Elementsteine. Thank you.
voll passend, dass wir das jetzt angucken, ne? Nachdem wir alle Gebiete fertig haben. Sonst hätten wir die alle ja vorher schon gesehen, die Leute. Also deutlicher. Wir alle geloben hiermit die sieben dem Weisen. König des Lichts zu dienen und den Dämonenkönig zu bezwingen. Was? Der Orni ist einfach eine Brieftaube mit dem Ding am Fuß. Ja, aber es stört da wenigstens nicht. Ne? Hat schon seinen Sinn, dass es da ist. So, eine Erinnerung down. Two to go. Hier im Süden. Da meldet gar nichts. Nimm ich den Turm. So, ich will mittig, also in die Richtung. Jo, Feen. Oh. Hab's ja verfehlt. Spiel weiß, wo ich lang will. Schenkt mir extra ein Flugzeug. So, und bevor ihr weiter hier irgendwelche Theorien aufstellt oder sonst was schreibt, ich guck noch die zwei Cutscenes, dann haben wir mehr. Hast du schon alle Tempel? Ja, gerade den letzten gemacht. Den vierten. Ich weiß nicht, ob es alle sind. Es kann sein, dass es mehr gibt. Den finden wir auch noch raus. Aber die vier Tempel der Völker haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Wir haben noch einen fünften Ring. Also eigentlich müsste noch ein Tempel kommen. Würde ich sogar sagen. Wo wir dann noch eine Sache kriegen. Ist schon irgendwas? Nö. Ist schon ein bisschen mittiger. Aber nach dem Gebirge. Ach, das haben wir gesehen. Wir haben doch vom Hyliasee auf die Brücke geguckt. Das ist hier so in die Richtung. Da, ich sehe es. Ich habe es doch vorhin gesehen, als wir gegen den Drachen gekämpft haben. Da ist es. Nächste Cutscene. Sonja. Ah, Zelda. Ach, das war das Grab, was wir gesehen haben. König Rauru. Vor dem großen Kampf mit dem Dämonenkönig wollte ich euch noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich kam her, nachdem ich ganz tief im Untergrund die Mumie eines Mannes entdeckt hatte. Sprich weiter. Als ich mit ansah, wie der Mysterienstein Ganondorf verwandelte, da wurde mir etwas Schlimmes klar. Die Mumie, die wir aufweckten, das war er! Er war noch am Leben, in meiner Zeit. Das heißt, er wird überleben und die Zeiten überdauern. Die morgige Schlacht. All unsere Truppen werden nichts ausrichten. Wir werden dem Dämonenkönig entgegentreten und untergehen. Nicht er, sondern ihr werdet... Das ändert nichts. Ich werde trotzdem in die Schlacht ziehen. Das war die Stelle aus der Cutscene. Aus dem Trailer. Mein Hochmut hat uns in diese Lage gebracht. Für diesen Fehler bin ich bereit zu bezahlen. Und abgesehen davon, ich bin noch immer der König von Hyrule. Das Volk zu schützen und das Reich zu erhalten ist meine oberste Pflicht. Selbst wenn ich dafür mit dem Leben bezahle. Eure Hoheit. Sollte es uns tatsächlich nicht gelingen, den Dämonenkönig zu bezwingen, dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten.
Doch wer sagt überhaupt, dass sich die Zukunft so entwickelt, wie du sie kennst? Deine Ankunft hier hat die Karten neu gemischt. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Es soll alles einen Grund haben? Das ist einfach der chillste König von Hyrule der Welt. Ja, ich sehe so crazy aus. Batman. Weißt du, ich muss sterben für mein Königreich. Mach ich. Solange alle chillen und relaxen können. Kein Ding. Okay, eine Cutscene fehlt. Cutscene Nummer 11? Hallo? Hab ich irgendwas übersprungen? Nee, die finden wir scheinbar woanders. Cutscene Nummer 14 oder so werden wir jetzt holen. Scheinbar. Ich habe alle gesammelt. Fehlt nur noch das Master Sword hier oben. Okay, wir haben eine Cutscene, liegt irgendwie zwischen dem, wo wir sind, und noch was kommt. Da ist es. Die letzte Erinnerung. Die letzte Drachenträne, wie wir es nennen wollen. Die Spitze des Schwertes. Und nun, die letzte Cutscene in der Open World. Gucken wir sie uns an. Da waren wir. Ganz am Anfang. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link. Er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Da gibt sie uns ja diese Zeitkraft an der Stelle. Jo, da steht ja einfach am Boden. Ah, da geben wir ihr jetzt das Schwert. Deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen.
Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Junge, ist nicht den verbotenen Drop. Nein! Es gibt kein Zurück. Link! Bitte finde mich! Ach, deswegen sagt sie das auch, weil sie der Drache ist. Ah! Hallo? Du Doofnudel! Ah, my girlfriend is a fucking dragon. Die letzte Drachenträne. Hallo? Da schreit er für mich. Hallo? Oh, nicht weinen. Noch eine Cutscene. Stimmt, wie im echten ersten Spiel. Da. Auf der Strudelinsel. Auf geht's. Ist nicht weit weg. Doch, eigentlich schon. Aber egal, wir gehen da hin. Ich will mehr wissen. Zelda, was zur Hölle? Danach erschien dir ein weißer Drache, keine Ahnung, wer das ist, über dir, und vergoss erneut eine Träne. Sie schien auf der Marcuse-Halbinsel Akala niedergegangen zu sein. Okay. Aber WTF? Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr kann sich doch nicht selber opfern. Hallo? Ich rette das doch alles nur für die. Hyrule ist mir doch egal. Link will doch nur seine Freundin und irgendwie, weißt du, sie klaut mein Haus. Und jetzt isst sie einfach auch noch so den verbotenen Stein. Oh, welch glückliche Musik beim Hochkatapultieren. Da fliegt sie! Der gebe ich sowas von eine Backpfeife. Man isst doch kein... nicht den Tidepod-Essen, Zelda. Ich habe es ja schon beim ersten Mal vermutet, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Deswegen habe ich einfach gehofft, dass es irgendwie anders gegessen hat. Aha. Warum machst du das? Ja, gib mal eins deiner Hörnchen, das brauche ich für Upgrades. Boah, eine Schnuppe. Hallo. Bitte gib einen Windaufstoß. Danke. Oh. Bist die Beste. Die beste Freundin, die man sich wünscht, gehören. Hallo. Gib mal. Danke. Das Ableuchten dieses Horns eines weißen Drachen hat eine beruhigende Wirkung. Wenn das Horn an einer Waffe befestigt. Wenn du das Horn an einer Waffe befestigst, hat es eine geheimnisvolle Heilkraft. Danke, Zelda. Einfach für uns geopfert. Ah. Muss doch nicht so übertreiben. Ja, mit Haarfarbe und alles und der Lichtkraft und so passt ja bei ihr. Sie einfach selber in so einen Drachen verwandelt hat. Vielleicht ist ja doch nicht so. Wir sehen es ja gleich. Aber ich bin mir 95% sicher. Was ein Drama. Ich hoffe, am Ende können wir sie irgendwie entdrachifizieren wenigstens oder so. Das wäre noch schön. So. Auf nach da unten. Eine letzte Träne. Am Gemimik. Schreien. Moment, ich brauche den Pilz. Lecker. Okay. Ich bin bereit. Zeige mir, was du mir noch zu zeigen hast. Kann für die Katzin auch anbleiben. Direkt danach.
Das soll das heilige Bandschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Eine nutzlose Klinge. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Minero, ich wünsche dir alles Gute. Was ist mit Minero passiert? Hätte ich mal mitbekommen. Aber ich glaube, die ist gerade in unser Pura-Pad eingesetzt worden. Link, ich verspreche dir, ich werde das Schwert für dich heilen. Du wirst es eines Tages wieder in der Hand halten. Ich werde es so lange in heiliger Kraft einhüllen, bis es schließlich den Dämonenkönig zu bezwingen vermag. Nein! Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Der Himmel wird düster direkt. Gleichzeitig. Ja, das waren ihre Erinnerungen, die dann überall verteilt wurden. Ich meine, unsere Freundin ist unsterblich. Crazy. Kann ich doch nicht machen. Ja, so würde ich auch gucken, Link. Oh, überall der Prinzessin Enzian. Joa. Blutmond.
Schnell, bevor es respawnt. Ja, aber crazy. Hä, die könnt ihr doch nicht einfach umbringen und dann ihre Seele verschwinden lassen und so einen Scheiß. Hä? Sind noch ein paar Meter weiter weg und die sollten gleich alle nochmal da sein, die Blumen. Das respawnt doch beim Blue Mond. Hallo, hier ist gerade traurige Stimmung. Klappe. Ist die dumm? Ich muss sagen, das Schwert ist halt echt kacke dafür. Ich werde, ich kann dem Endboss auch ohne das Schwert hauen. Komm doch einfach in meine Zeit zurück, Junge. Also bist du ja irgendwie. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Die Zelda, die das in der Cutscene hier sagt. Ergießt sich über das Land. Das ist diese Ganon-Zelda. Das ist nicht mal unsere. Das habe ich jetzt auch erst die Connection gezogen. Ich kann sagen so, hä, warum steht die eigentlich da, während das Schloss schwebt? Vielleicht bekämpfen wir die auch, weil die ist das ganze Spiel ja so vor uns mit rumgelaufen. So, den Schrein machen wir gleich. Den will ich mir... Oder nehmen wir den Schrein mit? Oder ich guck mal, warte. Ich guck einfach mal kurz rein, was das für ein Schrein ist. Wenn das jetzt irgendeine Prüfung oder so ist, gehe ich nochmal raus. Weil ich will noch eine andere Stelle kurz checken, bevor wir hier weggehen. Feuerkraft. Das ist aber so ein Schrein mit Feuer. Okay. Hier. Bitte nochmal zum Tempel der Zeit. Ich meine, da oben drauf ein grünes Licht gesehen zu haben. Das würde ich mir gerne angucken. Aber insane, die Story, ja. Es wäre ja gar keine Wahl mehr, außer die Welt zu retten mit der Macht des Schwertes. Ist ja ein bisschen kacke, wenn wir jetzt aber nur 100 Stunden erkunden gehen würden. Ja, vielleicht machen wir doch die Story. Achso, ich wollte die Story eh zweimal beenden. Ja. Ja, vielleicht machen wir dann morgen. Schauen wir mal, was wir da hinkriegen noch. Sonst morgen oder übermorgen halt zur Finale einmal. Dann will ich aber noch echt viel erkunden. Ansonsten auch. Wir haben nämlich echt noch viel zu finden. Aus dem Weg. Ich bin ein trauriger Link. So. Einmal hoch. Alle Armorsatzfolge, klar. Alles, was jetzt nicht ein Krog ist, mache ich gerne in dem Spiel. Da, guck mal. Ich habe gesagt, ich habe hier oben grünes Licht gesehen. Warum? Wer bist du? Ich habe dich erwartet. Ich habe dich erwartet. Mir obliegt es, die Stärke desjenigen, der diesen Ort betritt, einer zeremoniellen Prüfung zu unterziehen. Wenn du sie meisterst, werde ich dir die Geschichte dieses Eilands erzählen, der vergessenen Himmelsinsel. Ich spüre, dass du der Ehre würdig bist, um diese Geschichte wetteifern zu dürfen. Darum sprich mit mir, sobald du bereit bist, deine Kräfte in der Zeremonie unter Beweis zu stellen. Okay. Woher? Möchtest du an der Prüfung teilnehmen, um die Geschichte zu hören? Jetzt noch nicht. Sprich mich an. Denn diese Folge für heute ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Es ist sehr viel passiert. Wir haben sehr viel Plot erfahren. Zelda ist ein Drache. Den Gerudo ist geholfen. Und der Chat sagt bestimmt in ein paar Sekunden auch noch Tschüss, dass ich ihn einblenden kann. Noch hat keiner Tschüss geschrieben. Keiner hat Lust, auf Wiedersehen zu sagen. Das ist ja etwas schade. Da, jetzt, jo, jetzt fangen sie langsam an. Da schreiben sie alle Tschüss. Und beim nächsten Mal finden wir heraus, was hier oben für eine Prüfung ist und was uns beim Sperrposten erwartet. Gucken wir beides noch an. Warum nicht? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer sehr zeldaloser Zimmelmann.